Alle Duspol-Spannungsprüfer vom Benning prüfen Gleich- und Wechselspannung bis 1000 Volt. Die digitale Version sogar Gleichspannung bis 1200 Volt. Duspol-Spannungsprüfer sind VDE geprüft und einsetzbar in den Messkategorien CAT 4 bis 600 Volt und CAT 3 bis 1000 Volt. Die neuen Duspol sind aufgrund der hohen Prüfspannung ideal in den Bereichen der erneuerbaren Energien, Photovoltaik, Windkraft und Elektromobilität einsetzbar. Dort sind Spannungen größer 690 Volt üblich. Die helle Power-LED zur Prüfstellenbeleuchtung kann zugeschaltet werden. Die Wechselspannung wird im Echteffektivverfahren TrueIMS über eine LED-Reihe und präzise über das LCD-Display angezeigt. Bei Dunkelheit wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch zugeschaltet. Bei Wechselspannung wird die Frequenz angezeigt. Der Frequenzbereich liegt zwischen 15 und 1000 Hertz. In geerdeten Systemen ist eine deutliche Drehfeldanzeige möglich. Durch das bewusste Betätigen der Drucktaster wird das Netz belastet und Blindspannungen unterdrückt. Ein Vibrationsmotor wird, proportional ansteigend zur anliegenden Spannung, zugeschaltet. Werden Phase und Schutzleiter kontaktiert und gleichzeitig die Drucktasten betätigt, löst der zugehörige FI-Schutzschalter aus. Hier zeigen wir die einfache Phasenprüfung, die Durchgangsprüfung und das einfache Einschalten in die Unterfunktionen zur Widerstandsmessung, Diodenprüfung und Kleinspannungsmessung für den Bereich von 1 Volt bis 11,9 Volt. Eine Besonderheit ist der berührungslose Kabelbruchdetektor, zum Beispiel zum Auffinden von Kabelbrüchen. Wichtig ist Benning die robuste Ausführung aller Duspol-Varianten. Alle Duspol-Spannungsprüfer haben teilgummierte, rutschfeste Griffe. Die Schutzklasse IP65 unterstreicht die hohe Qualität. Seit 1948 ist der Duspol-Spannungsprüfer ein zuverlässiger und stetiger Begleiter der Elektroinstallateure in Industrie und Handwerk.